Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schlösser, Gärten und Burgen in Hessen als kulturelles Erbe erhalten, Drucksache 19/2646. Das Wort hat Frau Abg. Landert für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen lässt seine bedeutenden kunst- und kulturhistorischen Schätze nicht verfallen, sondern investiert 10 Millionen € im Zeitraum von 2015 bis 2019 zusätzlich in Schlösser, Gärten und Burgen. Mit dem von uns eingebrachten Antrag begrüßen wir die Neuauflage des neuen hessischen Kulturinvestitionsprogramms Ende des vergangenen Jahres. Es ist eine gute und richtige Entscheidung, Investitionen in der genannten Größenordnung möglich zu machen. Unsere Schlösser und Burgen, unsere kunst- und kulturhistorischen Schätze erhöhen die Attraktivität unseres Landes für uns alle, für unsere Einwohner, aber auch für Zugewanderte, um ihnen unsere Kultur näher zu bringen. Und sie sind ein wichtiger Anziehungspunkt für unseren Tourismus. Für kulturelle Identität von herausgehobener Bedeutung ist, wie ein Land mit seinen baulichen Schätzen umgeht. Lässt es sie verfallen? Kürzt es die Mittel für die Bauunterhaltung und Denkmalpflege? Oder investiert es vorausschauend? Und ich glaube, wir können hier heute sagen, Hessen investiert vorausschauend. Wo andere kürzen, legen wir ein Programm von 10 Millionen € für die nächsten drei Jahre fest. Das KIP erstreckt sich über ganz Hessen in vielen unterschiedlichen Maßnahmen und Standorten. Ich greife einfach einmal drei Maßnahmen aus insgesamt 28 heraus, damit noch einmal deutlich wird, wofür der Geldsegen im Einzelnen Verwendung findet. Ein hessisches Kleinod ist die romanische Klosterkirche im Kloster Konradsdorf aus dem 12. Jahrhundert, derzeit in einem miserablen baulichen Zustand, künftig restauriert, der Öffentlichkeit zugänglich und barrierefrei. Die zweite große Summe aus dem Programm dient der Einrichtung des Odenwälder Elfenbeinmuseums und weiteren Umbauten im landeseigenen Schloss Erbach, was mit über 1 Million € zu Buche schlägt. Als Odenwälder Abgeordneter musste ich mir dieses Beispiel herausnehmen. Sie werden es mir verzeihen. Oder weithin sichtbar auf einem Berghügel stehend und dadurch besonders Wind und Wetter ausgesetzt, die Burg Münzenberg. Mauerkronen und Geländer des Wehrgangs müssen dringend instand gesetzt werden. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln ist es nun möglich, Pflaster neu zu verlegen, Toiletten zu bauen, Treppen instand zu setzen, Brücken zu sanieren, besondere Ausstellungen einzurichten und vieles mehr. Und die Barrierefreiheit soll bei diesem Programm ebenfalls nicht zu kurz kommen. Denn es ist uns wichtig, dass auch alten und behinderten Menschen Zugang zu Kunst und Kultur möglich ist. Ich finde die Unruhe hier sehr schade, denn es ist ein wegweisendes Programm, und ich glaube, die Hälfte kriegt hier gar nicht mit, was ich sage. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hessen ist ein Land mit einzigartigen Traditionen, mit 14 großen Schlossanlagen, mit 23 Burgen und etlichen Ruinen, mit Kirchen, Klöster, Bauern- und Gutshäusern sowie mehreren Tausend Hektar historischer Parkanlagen. Dies alles besitzt einen hohen Stellenwert für die jeweilige regionale, aber auch für die kulturelle Identität unseres Hessenlandes. Dieses wertvolle kulturelle Erbe unseres Landes bleibt erhalten, bleibt erlebbar für unsere nachfolgenden Generationen, aber auch zur Steigerung und Erhaltung unserer touristischen Attraktivität. Mit diesem Investitionsprogramm ist es nun möglich, in ganz Hessen Maßnahmen zur Werterhaltung unserer Schätze einzuleiten,
in dem Bewusstsein, dass es sich immer nur um generationenübergreifende Aufgaben handelt, die niemals vollständig erfüllt sein können. Abschließend möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei der Landesregierung und Herrn Minister Rhein für die Schwerpunktsetzung in diesem Bereich bedanken. Und ich bedanke mich ebenfalls für Ihre geteilte Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Beer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Kunst und Kultur machen ja die Seele eines jeden Landes, nicht nur unseres Bundeslandes, aus. Ich gebe der Kollegin Lennart recht, das hat man jetzt angesichts der Lautstärke heute hier nicht so richtig nachempfinden können. Das war jedenfalls eine andere Form von Kultur, die hier gerade gepflegt wurde. Deswegen versuche auch ich, einen Gang schneller zu schalten, auch wenn ja, ich bemühe mich. Sie kennen mich ja sonst. Ich hadere eher mit dem Präsidenten, was die Redezeit betrifft. Und will schlicht darauf verweisen, dass das Land Hessen ja hier eine ganz besondere Tradition hat in der Pflege, Bewahrung und dem Ausbau seines kulturellen Angebots, haben wir doch in unserer hessischen Verfassung ein Kulturstaatsgebot, das dies sogar von der Stunde Null an dieses Bundeslandes quasi festlegt. Insofern ist das sehr schön, Herr Minister und die Regierungsfraktionen, dass wir jetzt hier ein weiteres Programm haben für diese Legislaturperiode, das mit 10 Millionen € dotiert worden ist. Ich finde es etwas schade, dass davon nur Landesliegenschaften profitieren werden, auch wenn ich weiß, dass das sehr viele sind und dass das sehr wichtige und dass das sehr bedeutende sind. Aber Sie können sich vorstellen, dass ich als freie Demokratin es ganz schön gesehen hätte, wenn auch das ehrenamtliche Engagement bei der Kulturpflege im Denkmalbereich, und da sind wir ja dankbar, dass es so viele Hessinnen und Hessen gibt, die sich darum auch privat kümmern, in irgendeiner Weise hätte profitieren können. Zumal man ja zugeben muss, dass man darüber aus dieser Summe über einen gewissen Hebel ja sogar noch mehr Investitionen und noch mehr Liegenschaften hätte erreichen können. Möglicherweise, Herr Minister, sahen Sie sich angesichts der Dotierung von 10 Millionen € auf 5 Jahre da auch nicht wirklich in der Lage, diese, ja, wie will ich sagen, durchaus überschaubare Summe jetzt auch noch auf Private mit aufzuteilen. Denn wenn man einmal in Ihren Haushalt guckt, dann sieht man, dass allein das Produkt Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen im Kapitel Historisches Erbe im Haushalt 2016 20 Millionen € beträgt. Man hätte jetzt die 2 Millionen € pro Jahr doch einfach reinpacken können, aber Kulturinvestitionsprogramm hat ja einen guten Ruf. Sie knüpfen an das Erbe Ihrer Vorvorgängerin Ruth Wagner an. Die hatte allerdings damals für einen nahezu gleich langen Zeitraum 265 Millionen € im Jahr, über diese Periode zur Verfügung. Das war dann schon ein bisschen mehr. Und von daher konnten damals auch knapp 5 Millionen € an Vorhaben anderer, auch privater Träger im landeskulturpolitischen Interesse gehen. Aber selbst wenn das jetzt hier nicht die größten Summen aller Zeiten stehen, die zur Verfügung stehen. Man kann vor Ort durchaus Sinnvolles damit machen. Die Kollegin hat auf eine ganze Reihe von Projekten, die jetzt damit vorangetrieben werden, hingewiesen. Kloster Konradsdorf, auch unser Sorgenkind im Schloss Erbach findet jetzt mit der Geschichte des Elfenbeinmuseums ja eine sinnvolle Nutzung. Das ist ja auch eine lange Diskussion, was da passieren soll. Ich finde nachher, na gut, ich sage mal so, ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Frage des Substanzerhalts und der Verkehrssicherung diese 10 Millionen € ein bisschen dominiert, will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Wesentlich sympathischer ist mir da die Idee der Nutzbarmachung leerstehender oder nicht zugänglicher Denkmäler. Denn am Ende ist gerade die Frage, ein Denkmal mit Leben zu erfüllen, in meinen Augen ein besonderer Mehrwert. Wir wissen, dass Investitionen in den Denkmalschutz gleichzeitig nicht nur Investitionen in die Tourismusförderung, sondern auch in die regionale Wirtschaft sind. Das wird entsprechend vor Ort im Handwerk und Gewerbe umgesetzt.
und es sind auch Investitionen in die Kulturwirtschaft jenseits der Frage Kulturstaatsgebot, Seele eines Landes. Sie erinnern am Anfang meiner Ausführung. Also von daher, summa summarum, gut, dass es diese 10 Millionen € zusätzlich gibt. Gut, dass wir sie entsprechend sinnvoll einsetzen. Es ist ja auch 1 Million € als zusätzliche 10-prozentige Reserve für kleinere Maßnahmen vorgesehen. Und damit verbinde ich schlicht die Hoffnung, dass die bislang in der Liste ausgewählten Maßnahmen nicht diese 10% Reserve auffressen mögen, sondern dass es uns gelingt, davon weitere Maßnahmen fördern zu können. Seien Sie, Herr Minister, aus den weiteren Vorschlägen Ihres Ministeriums oder vielleicht doch von privaten. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Feldmayer für die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Koalition von Schwarz-Grün hat es sich zum Ziel gesetzt, den kulturellen Reichtum Hessens zu bewahren und zu fördern. Und hierzu gehört auch der Erhalt des kulturellen Erbes. Der Erhalt des kulturellen Erbes ist so wichtig, weil es uns zeigt, wo wir herkommen, weil es zur Identitätsstiftung beiträgt und die kulturelle Vielfalt abbildet. Da schließe ich mich auch den Worten von Frau Lannert und Frau Beer an. Ich finde, in Zeiten wie diesen, wo Rechtspopulisten von der AfD oder andere meinen, dass unsere Kultur nur aus dem besteht, was sie unter Pflegen der sogenannten deutschen Leitkultur verstehen, finde ich es auch wichtig, in dieser Debatte noch einmal zu sagen, dass unser reichhaltiges Kulturerbe so nicht existieren würde in Hessen, auch wenn es nicht diese Vielfalt an Religionen, an Traditionen und keine Migrationsbewegungen gegeben hätte und geben würde. Auch daher ist es gut, dass wir ein Kulturinvestitionsprogramm von 10 Millionen € zusätzlich bis 2019 aufgelegt haben und dass Mittel für den Erhalt und die Sanierung von Baudenkmälern bereitgestellt werden. Ich will auch zwei Beispiele herausgreifen, die ich besonders prägnant finde. Zum einen ist es das romanische Kloster Konradsdorf, von dem auch schon berichtet worden ist. Das ist wirklich extrem baufällig. Ich habe mich auch vor Ort schon davon überzeugen können, sodass man es von innen überhaupt nicht mehr begehen kann. In dieser Stätte fanden auch Theateraufführungen statt. Diese Stätte wurde genutzt für Museumspädagogik, kann schon länger nicht mehr so genutzt werden. Ich denke auch, dass es gut ist, wenn man Kulturstätten wieder nutzbar macht. Und das genau soll ja auch geschehen mit dem Kulturinvestitionsprogramm. Also diese vor 900 Jahren errichtete Anlage wird in den nächsten Jahren mit 1,5 Millionen € saniert werden. Ich finde, meine Damen und Herren, das ist auch wirklich gut angelegtes Geld. Jetzt komme ich zum zweiten Beispiel. Das Deutsche Elfenbeinmuseum, auch sehr prägnant. Auch das hat eine interessante Geschichte und auch eine schwierige Geschichte, wie wir wissen. Dieses Elfenbeinmuseum ist weltweit einzigartig. Es stand auf der roten Liste der bedrohten Kultureinrichtungen, wie Sie vielleicht wissen. Und dieses Museum konnte von der Stadt Erbach nicht mehr selbstfinanziert oder nicht mehr komplett selbstfinanziert werden. Kommt jetzt, wie gesagt, in das Schloss Erbach. Im Sommer soll es dann wieder neu eröffnet werden. Ich freue mich auch ausdrücklich jetzt schon darauf, bei dieser Eröffnung dabei sein zu können, wenn ich denn eingeladen werde. Auch diese Investition wird mit 1 Million € unterstützt und also gerettet. Der Erhalt ist natürlich wichtig für das Museum selbst. Für das traditionsreiche Schnitzhandwerk ist es sehr wichtig, aber auch für die Wirtschaft und für den Tourismus in Erbach, für den Odenwaldkreis und für ganz Hessen. Frau Beer hat auch noch einmal darauf hingewiesen, dass Kultur nicht an sich nur für Kultur wichtig ist, sondern dass Kultur auch sozusagen die Stärkung eines Wirtschaftsstandorts betreibt und dass Kultur auch ein Tourismusstandort sein kann. All das zeigt, was hier passiert, dass die kulturellen Bedingungen in Hessen wichtig sind, dass sie genauso wichtig sind wie die wirtschaftlichen Bedingungen, wie die sozialen Bedingungen und einen hohen Stellenwert bei Schwarz-Grün haben. Meine Damen und Herren, historische Gebäude verschönern nicht nur das Stadtbild und erzählen von vergangenen Zeiten.
Um diese Kulturschätze zu bewahren, ist natürlich auch eine fachgerechte Denkmalpflege notwendig. Dabei muss und wird verstärkt jetzt darauf geachtet werden, dass diese Kulturerbestätten auch barrierefrei erreichbar sind, ganz im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Und da bin ich auch Minister Boris Rhein sehr dankbar, dass er genau dieses Kriterium jetzt auch festgelegt hat. Meine Damen und Herren, unsere Debatte wird vielleicht in ein paar Jahren schon überhaupt keine Rolle mehr spielen, was wir hier, um jetzt nicht despektierlich zu sein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Landtagspräsident, aber möglicherweise interessiert das, was wir heute hier debattieren, in einigen Jahren niemand mehr. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Aber unser Kulturerbe, das 900 Jahre alt ist, 500 Jahre alt und alles, was davon zeugt, dass die Menschen früher herausragende gesellschaftliche Leistungen gebracht haben, zeigt doch, dass es einen Wert hat und dass es möglich ist, über Generationen hinweg Dinge zu transportieren und dass wir wirklich sehr verpflichtet sind, darauf zu achten. Ich hoffe, dass ich mit meiner Debatte dazu beitragen konnte, dass das Kulturerbe weiter erhalten wird und vielleicht auch, dass die Debatte auch mehr Bedeutung bekommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Das Wort hat der Kollege Degen für die SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mal gleich zum Punkt kommen. Kulturelles Erbe ist wichtig, finden wir super. Es muss erhalten werden. Und ich glaube, damit habe ich vieles, was vorher gesagt wurde, schon zusammengefasst. Wenn man dabei noch in Bildung investiert, und ich denke mal, viele Schulklassen besuchen auch diese vielen Orte, wo jetzt Millionen rein investiert werden, dann investieren wir auch in Köpfe. Auch das ist prima. Und ob es Köpfe von Schülern sind oder Hirschgeweih im Odenwald, das unterstützt die SPD-Fraktion auch ausdrücklich. Ich will aber ein bisschen, meine Damen und Herren, Wasser in den Wein gießen. Auch Wein soll ja geflossen sein in diesen Bauwerken früher. Ich sammle ja viele Zeitungsartikel. Ich habe hier, Herr Präsident, vom Ende letzten Jahres aus der FAZ einen kleinen Absatz, würde ich gerne zitieren. Da steht, bei Ortenberg in der Wetterau verfällt eine romantische Kirche. Nicht weit entfernt davon bröckelt die Ruine der Burg Münzenberg. Am Römerkastell Saalburg verwittern Mauerreste. Im Schloss Weilburg sind die Treppenanlagen reparaturbedürftig. Und im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad nagt der Zahn der Zeit an Brücke, Grotte und Brunnentempel. Ganz offensichtlich wächst aufgrund leerer öffentlicher Kassen nicht nur bei Straßen und Schulgebäuden, sondern auch eben bei den vom Land verwalteten Baudenkmälern der Sanierungsstau, meine Damen und Herren. Und der Sanierungsstau, der ist ziemlich groß. Die Kaiserwohnung in Bad Homburg will ich gar nicht von reden. Der Sanierungsstau ist ziemlich groß, sodass sich das Kipp im Grunde, so schön es auch ist, entpuppt, Herr Bellino, als ein Kippchen. Mehr ist es nicht, ein Kippchen ist es. Das ist kein Nonsens, Herr Bellino. Denn wenn Sie sich einmal anschauen, wie hoch der Investitionsbedarf ist, der Sanierungsbedarf, gibt ja gibt ja dazu auch eine kleine Anfrage, Herr Bellino, die 193188. Störe ich Sie beim Reden? Dann melden Sie sich bitte. Ja? So. Also, ich finde es schon ganz gut, wenn wir hier offen darüber reden, dass der Sanierungsstau immens ist und dass 10 Millionen € ein Beitrag sind. Das wollen wir doch gar nicht infrage stellen. Aber das ist eben auch nur im Grunde ein Tropfen auf dem heißen Stein, meine Damen und Herren. Auf meine Frage in der Kleinen Anfrage 193188 hat man vermieden, ausdrücklich vermieden, darauf zu antworten, wie hoch der eigentlich ist, weil es am Ende wahrscheinlich wirklich deutlich machen würde, wie hoch die Kosten eigentlich sind, die wir hier angehen müssten, meine Damen und Herren. Und was noch dazu kommt, ist, ich meine, im Grunde ist das ja schon ein bisschen eine Farce hier. Wir wissen ja eigentlich, dass KIP ja gar nicht unbedingt für Kulturinvestitionsprogramm steht, sondern eigentlich, wenn man es als KIEP liest, dann heißt es, Koalition investiert in PR-Programm. Denn wenn Sie es ernst meinen würden, meine Damen und Herren, würden Sie die 10 Millionen € nehmen, die ja über 5 Jahre gestreckt sind, also jedes Jahr 2 Millionen €, und würden einfach,
würden einfach den Etat für die Bauunterhaltung entsprechend einfach aufstocken um 2 Millionen. Das wäre eine ernsthafte Debatte, eine ernsthafte Sache. Bloß dann kann man natürlich nicht schöne Pressemitteilungen verschicken und hat keinen Anlass, hier Debatten aufzumachen, um sich noch einmal in der Öffentlichkeit darzustellen als den großen Kultursanierer hier in Hessen, meine Damen und Herren. Deshalb, naja, ich mag ja Zahlen. Immerhin stand in der Antwort auf die Anfrage, wir haben in Hessen 535 Gebäude an 60 Standorten. Also das nur einmal, damit Sie mal eine Größenordnung haben, wo wir hier investieren. Das KIPP deckt 28 Maßnahmen an 21 Standorten. Ich habe jetzt gar nicht prozentual ausgerechnet, wie viel das sind. Also, meine Damen und Herren, das KIPP ist ein Kippchen. Und dieser Antrag ist eigentlich überflüssig. Wir finden alle kulturelles Erbe gut und wichtig und investieren da gerne rein. Aber das hier so öffentlichkeitswirksam zu verkaufen, ist eigentlich überflüssig. Deswegen werden wir diese PR-Kampagne auch nicht unterstützen und werden uns bei diesem Antrag enthalten, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich geeinigt haben, bei wem Sie klatschen, dann können wir jetzt auch Wissler zu Wort kommen lassen. Okay, bitte schön. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist erfreulich, dass die Landesregierung mehr Geld für die Bauerhaltung von Schlössern, Burgen und Gärten in Hessen in den nächsten Jahren bereitstellt. Aber ob jährlich 2 Millionen € für die Sanierung von Mauern, für die Sicherung von Mauerkronen und Mauerwerk jetzt wirklich den hochtrabenden Titel Kulturinvestitionsprogramm rechtfertigen, da würde ich ähnlich wie mein Vorredner auch mal ein Fragezeichen hintermachen, ob das nicht vielleicht eine Nummer zu groß ist. Selbst die frühere schwarz-gelbe Landesregierung, die Kollegin Beer hat es angesprochen, war ja vor nicht allzu langer Zeit in der Lage, für Kulturinvestitionen 33 Millionen € jährlich bereitzustellen. Also von daher sind jetzt die 2 Millionen in dem Zusammenhang natürlich wirklich jetzt keine große Summe. Und das ist bereits angesprochen worden. Es geht hier um 28 Maßnahmen, obwohl wir hessenweit von 535 Gebäuden sprechen. Und auch eine Einordnung der jetzt zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel im Verhältnis zu dem erforderlichen Bedarf vermag das Ministerium ja gar nicht vorzunehmen. Weil das Ministerium hat ja in seiner Antwort vom 13.14.2016 auf die Kleine Anfrage vom Kollegen Degen haben Sie ja zweimal hervorgehoben, dass es sich bei den Kulturinvestitionsprogrammmitteln um Mittel für die Bauerhaltung handelt, nicht um substanzielle Maßnahmen, die eben zur Sanierung von Gebäuden notwendig wären. Und die Antwort auf die Frage des Kollegen Degens nach dem Sanierungsbedarf, die hat der Minister erst gar nicht beantwortet. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie wenig diese 2 Millionen € wirklich sind im Vergleich zu dem, was eigentlich gebraucht wird. Das ist natürlich schade, aber das deutet darauf hin, dass die im Haushalt vorgesehenen Mittel nicht ausreichen werden, weder für die Bauerhaltung noch für die Sanierungsmaßnahmen, die notwendig sind, und schon gar nicht für den zukunftsorientierten Ausbau vorhandener Einrichtungen. Wir begrüßen es aber ausdrücklich, das will ich auch deutlich sagen, dass immerhin 700.000 € unter dem Stichwort Barrierefreiheit für die Verbesserung des Zugangs zu den Gebäuden aufgewendet werden sollen, damit alle Menschen Zugang zu den kulturellen Schätzen haben. Aber auch hier sei die Frage erlaubt, braucht es wirklich ein Sonderinvestitionsprogramm, um das eigentlich Selbstverständliche, nämlich den gleichen Zugang für alle Menschen zu öffentlichen Einrichtungen des Landes, sicherzustellen. Deshalb, gegen 10 Millionen € mehr für Kulturinvestitionen kann keiner etwas haben. Auch für uns gilt, wir finden Hessens Schlösser, Burgen und Gärten super, und wir wollen auch, dass sie erhalten werden. Aber entscheidend ist, dass Zuschüsse verstetigt werden, dass dauerhafte Mittel eingestellt werden, damit man dann überhaupt keine Sonderprogramme braucht, um einen Sanierungsstau erst wieder aufzuheben, der dann eben entstanden ist. Und deshalb etwas zu bewahren, Herr Minister, oder lateinisch conservare, ist ja eine dauerhafte Aufgabe. Das sollte man den Konservativen ja eigentlich nicht erklären müssen. Vielen Dank. Herr Staatsminister Rhein, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mit Blick auf die Zeit auf weitere Zitate von Ho Chi Minh verzichten, will aber weiß, dass das auch, weil es heute der letzte Tagesordnungspunkt ist und ich wahrscheinlich der letzte Redner bin hier, vielleicht aufs nächste Mal vertagen, aber sei es drum. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will gleich mal noch auf die 10 Millionen € kommen und wir Degen insbesondere, aber auch Frau Wissler über 10 Millionen Euro reden. Das erstaunt mich schon, aber darauf komme ich noch. Dieses Land Hessen hat ein wirklich reiches kulturelles, aber auch ein reiches historisches Erbe. Darauf sind wir sehr stolz. Das ist ja aus allen Redebeiträgen deutlich, konnte man allen Redebeiträgen deutlich entnehmen, aber natürlich verpflichtet ein solches historisches und kulturelles Erbe auch. Deswegen hat die Landesregierung Verantwortung übernommen und hat im vergangenen Jahr dieses heute diskutierte Kulturinvestitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen € gestartet. Es geht nicht nur um die Erhaltung, sondern neben dem Substanzerhalt kümmern wir uns eben auch um die Themen Verkehrssicherheit, Präsentation, Besucherservice, Pflege der Grünanlagen, aber auch der historischen Parkanlagen. Natürlich legen wir dabei, ich bin Frau Feldmayer sehr dankbar, dass sie explizit darauf hingewiesen hat, auch Wert auf die Verbesserung der Barrierefreiheit. Und da will ich zwei besonders gut geeignete Beispiele herausgreifen. Das ist das Schloss Bad Homburg. Und es ist Kloster Seligenstadt, die wirklich schöne Beispiele dafür sind, weil wir im neu zu verlegenden Pflasterbelag eben auch gleichzeitig abgeflachte Gehstreifen installieren, damit die Besucher, alle Besucher unsere Denkmäler gut erreichen und erkunden können. Aber es sind eben nicht nur die Aufgaben der Verbesserung der Barrierefreiheit, die wir haben, sondern natürlich gehört dazu auch der entsprechende Empfang von Besucherinnen und Besuchern. Hier ist ein gutes Beispiel, von dem ich mich vor wenigen Tagen vor Ort selbst überzeugen konnte. Kassel-Calden und dort die Wachthäuser des wunderbaren Rokoko-Schlosses Wilhelmsthal, die wir zu einem Besucherzentrum umbauen. Ich wusste, Frau Wissler, dass das bei Ihnen eine Art pavlovschen Reflex auslöst, das Wort Kassel-Calden, und so eben dann auch wieder ihrer ursprünglichen Bedeutung, ist mir schon klar, Bestimmung als Empfangsgebäude zuführen können. Dieses Kulturinvestitionsprogramm läuft bis 2019. Insgesamt planen wir derzeit 28 Baumaßnahmen an 21 Kulturdenkmälern, die sich dann eben, wie Frau Lannert dargestellt hat, von Erbach im Odenwald bis nach Nordhessen, ich dachte eben Calden, und von Rüdesheim im Westen bis Bad Hersfeld erstrecken. Das zeigt, dass jeder Landkreis, dass wirklich jede Region, dass ganz Hessen profitiert von diesem Programm. Daneben spielen natürlich auch Themen wie Verkehrssicherung und gärtnerische Gestaltung, aber auch natürlich unsere fantastischen und zahlreichen Burgruinen eine große Rolle. Nehmen Sie die Ruine der Münzenberg in der Wetterau, die Ruine in Oberreifenberg oder nehmen Sie den Katharinenturm in Bad Hersfeld. Münzenberg habe ich vor wenigen Tagen erst besucht, gemeinsam mit dem Direktor der Verwaltung Schlösser und Gärten, Herrn Weber, der heute auch hier anwesend ist, und dem ich stellvertretend für sein Team, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein ganz herzliches Dankeschön sagen möchte für die großartige Arbeit, die dort geleistet wird. Und um eins noch einmal sehr deutlich hervorzuheben, lieber Herr Degen, verehrte Frau Wissler, also, das zeigt, 18 Jahre Opposition haben Ihnen wirklich den Anschluss an die Realität geraubt. Wo sind Sie denn? Wo sind Sie denn? Und wo sind wir denn? Wo man sich über 10 Millionen € lustig machen kann. Sie haben überhaupt keine Ahnung mehr, was 10 Millionen bedeuten, was 10 Millionen wert sind in diesen 18 Jahren der Opposition entwickelt. Und ich frage Sie, wo ist denn der Antrag der SPD gewesen in den vergangenen Jahren zum Kulturinvestitionsprogramm oder zu dem, was wir für den Mandanten historisches Erbe machen? Herr Degen, wo haben Sie den geschrieben? Ich habe ihn bislang nicht gelesen. Deswegen seien Sie doch ein wenig zurückhaltend, wenn es um die Bewertung und die Beurteilung von 10 Millionen € plus geht. Und ich will das auch einmal in die Relation stellen. Ich will das auch einmal in die Relation stellen. Denn dieses Geld, ach, Herr Schäfer-Gümbel, von Ihnen, ausgerechnet von Ihnen, verbitte ich mir die Titulierung Schauspieler. Ein Politschauspieler wie Sie vor dem Herrn sagt das zu mir. Das finde ich ja nun schon wirklich, das finde ich ja nun wirklich ein fantastisches Ereignis. Und wir beide wollen doch vermeiden, dass um 17.26 Uhr es noch zu einem Ältestenrat kommt. Aber sei es drum. Ich will das doch noch einmal hervorheben. Ich will das doch noch einmal hervorheben. Dieses Geld, von dem wir hier sprechen, meine Damen und Herren,
Frau Kollegin. Dieses Geld, von dem wir hier sprechen, ist doch Geld, das Sie auf die regulären Bauunterhaltungsraten bei dem Mandanten Historisches Erbe obendrauf legen. Das sind rund 6 Millionen €, die regulären Bauunterhaltungsmaßnahmen, und 2 Millionen € pro Jahr obendrauf. Also, Entschuldigung, ich finde nicht, dass man sich in dieser Relation irgendwie über die Erhöhung der Ansätze beklagen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eines ist mir ganz wichtig, Frau Beer hat darauf hingewiesen. Dieses Kulturinvestitionsprogramm bietet uns eine wirklich gute Gelegenheit und Möglichkeit, eben heute noch leerstehende denkmalgeschützte Gebäude wieder einer öffentlichen Nutzung zuführen zu können, weil ich es genauso sehe wie Sie, dass solche Denkmäler natürlich nur davon leben, wenn Menschen drinnen sind, sie besichtigen können und wenn wir die Bekanntheit und den Bekanntheitsgrad unserer Schätze erhöhen können. Das Beispiel Konradsdorf ist ja genannt worden. Ich habe mir die Ruinen, die eine wirklich wertvolle romanische Bausubstanz aufweisen, vor ungefähr einem Jahr angeschaut. Ich habe gesehen und gespürt in der Diskussion mit den Leuten dort vor Ort, die zahlreich da waren, mein Kollege Klaus Dietz war dabei, wie sehr sich die Menschen in der Region für ihre Kunstschätze engagieren. Und genau das machen wir weiter mit dem Kulturinvestitionsprogramm möglich. Nehmen Sie Schloss Steinau. Ich weiß nicht, ob das Ihr Wahlkreis ist, Herr Degen. Ich weiß aber, dass der Wahlkreis meines geschätzten Kollegen Michael Reul ist, der mich dabei begleitet hat. Das ist auch ein gutes Beispiel für das, was wir da gemacht haben. Denn auch dort haben wir einmal durch die Herrichtung der Räume, aber auch durch die Neugestaltung der Ausstellung mit dem Kulturinvestitionsprogramm ja erst möglich gemacht, dass dort wieder dieses Denkmal wirklich erlebt werden kann. Und insoweit kann man, wenn man einen Schlussstrich zieht, sagen, dieses Kulturinvestitionsprogramm ist ein echter Segen für unsere kulturellen Schätze im Land. Diejenigen, die sich über 10 Millionen € lustig machen, werden sich noch einmal daran erinnern, wenn sie selbst in die Verantwortung kommen, irgendetwas auf die Beine zu stellen oder wenigstens einmal einen Haushaltsantrag zu stellen. Aber ich glaube, Sie werden ja nie in die Verantwortung Herr Minister, die und in die Situation Zeiten kommen. Sind zu Ende. Und deswegen, Herr Präsident, will ich auch meinen vorletzten Satz sagen. Dieses neue Kulturinvestitionsprogramm sichert mit 10 Millionen €, dass wir unser kulturelles Erbe für die nachfolgende Generation erhalten können. Und insoweit sage ich auch hier das, was ich gerne und überall sage. Besuchen Sie unsere Kulturdenkmäler. Reden Sie nicht nur darüber, Herr Degen, sondern besuchen Sie sie, schauen Sie sich einmal an. Würde Ihnen guttun, hat sich heute bei dieser Debatte gezeigt, denn es lohnt sich in der Tat. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Gehe ich davon aus, dass wir abstimmen? Entschließungsantrag ist der Fall. Wer dem Entschließungsantrag von Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, FDP und die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? SPD und DIE LINKE enthalten sich. Dann ist dieser Antrag angenommen. Herr Kollege Merz, wir sind noch gleich fertig. Wir haben den Punkt 18 zu überweisen in das nächste Plenum, auch Konsens. Jetzt gehe ich davon aus, dass alle übrigen Punkte, ich lese sie gleich vor, alle ins nächste Plenum gehen. Das sind die Tagesordnungspunkte 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 47, 48 und 62. Herr Kollege Rudolph. Der Landtagsverwaltung mitgeteilt, dass wir bestimmte Anträge in die Ausschüsse geben. Tut mir leid, dass die Kommunikation dann da nicht klappt. Top 23 sollte in den Ausschuss und Top 36. Darf ich mal haben? Ich stelle fest. Abschließende Beratung der Top 23 in den RTA. Kommt auch später nochmal. Ja, kommt nochmal, richtig. Und 36. Und der Tagesordnungspunkt 36 in den ULA abschließend. Auch in Ordnung. Alles andere, wie gehabt, in das nächste Plenum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns alle, dass Wien in der Klasse geblieben ist. Wir freuen uns alle, dass Darmstadt in der Klasse geblieben ist. Wir bedauern, dass Bornheim abgestiegen ist. Aber ich bitte Sie alle, der Eintracht den Daumen zu drücken. Dann bis nächste.
aus der Liga, der FSV Frankfurt. Ich will Sie bitten, für die Eintracht den Daumen zu drücken. Und wir sehen uns alle nächste Woche am Hessentag wieder. Ich bitte Sie, alle zu kommen. Bis dann. Tschüss.